Ja, das Landwirtschaftsnetzwerk hat ein vielfältiges Aufgabenspektrum. Es beginnt bei der Betreuung von Senioren. Wir sind hier sehr aktiv mit Unternehmungen für Senioren, Sprachkurse und geht weiter über die Betreuung psychisch Kranker, die wir sowohl ambulant wie stationär betreuen können. Wir sind ein Verein, der sich auch um die Beratung bei Suchtproblemen kümmert. Es geht los bei der klassischen Alkoholsucht bis hin zur modernen Internetsucht, wo auch gerade ein Forschungsvorhaben läuft. Gerade die Abhängigkeit von Jugendlichen und Kindern von den neuen Medien und die Gefahren, die sich daraus ergeben. Also es werden hier alle Suchtmittel eigentlich angesprochen. Wir haben aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums einen Tag der offenen Tür, in dem wir all unsere Angebote auch darstellen und zeigen und auch der Öffentlichkeit zeigen wollen. Denn was wir immer hören, das Landshuter Netzwerk ist natürlich ein Begriff in Landshut, und es gibt es ja auch schon sehr lange, aber im Detail wissen oftmals die Menschen nicht, was wir machen. Und uns ist ja ein Anliegen, dass wir uns öffnen, dass wir also ein Teil in Landshut sind, ein offener Teil. In dem Raum geht es heute um den Demenzparcours, und der Demenzparcours soll das Leben, also den Alltag von einem ganzen Tag von der Erna Müller darstellen, die an Demenz erkrankt ist. Und es sind 13 Stationen. Das beginnt in der Früh beim Anziehen, dann geht es übers Mittagessen, dann geht es einkaufen. Also es sind normal 13 Stationen. Wir haben jetzt 6 aufgebaut, einfach um zu sensibilisieren und auch die Menschen nahezubringen, wie schwierig es ist, sein Leben und seinen Alltag zu meistern mit Demenz oder auch mit eben dieser Einschränkung. Der Bedarf, den unsere Hilfen abdecken, der wird bleiben oder steigen. Also wir glauben jetzt eher weniger an Ausweitung, sondern in den nächsten Jahren wird für uns die große Frage sein, wie schafft man den Bedarf zu decken mit weniger Personal. Wir haben uns für das Landshuter Netzwerk entschieden, weil es seit 30 Jahren sich sehr um psychisch kranke Menschen in der nachstationären Phase kümmert, vor allem um deren Lebensbereiche Wohnen, Arbeit und Freizeit. Das Landshuter Netzwerk tut eine enorm wichtige Aufgabe und ermöglicht dadurch den Klientinnen und Klienten gesellschaftliche Teilhabe, eine unbedingte Notwendigkeit.